Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, das wollte ich nicht. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Wonders, wo Sunny erstmal sich das Online-Zeug angucken wollte. Hi. Ich habe jetzt nach der letzten Aufnahme einmal den PC neu gestartet und wir wollen heute mit Suchtrupp im Rätsel der Röhren loslegen. Suchtrupp waren ja immer die spannendsten und lustigsten Aufgaben, nein. Ne? Ich hoffe einfach mal, dass sämtliche technische Probleme mit dem Neustart behoben sind. Suchtrupp, juhu. Was denn, das sind doch immer die spannendsten, die uns überhaupt keine Nerven kosten. Weil wir ja wirklich alles absuchen. Oh Gott, das will in random Röhren. Oh nein, wir müssen die richtige finden, glaube ich. Ja, viel Spaß. Wollen wir einfach einzeln durchgehen, erst bei unten alle einzeln? Du machst oben, ich mach unten, habe ich gehört. Okay, ab der dritten habe ich jetzt. Okay, bei einer von der kommt safe eine Marke raus. Bei Nummer 3 ist nichts, Nummer 4. Nein, ich will nicht nochmal Nummer 4, ich will nur noch 5 rein. Nein. Gut, dass wir so hoch springen können. Ja. Da war's! Ah, hab sie gefunden. Wow, ist die groß. Hä? It's a prank, bro! It's a prank, Mother. Ach nee, wir sind im Hintergrund gerade. Oh lol. Es ist trotzdem die falsche Röhre. Oh nein. Dann weitersuchen. It's a prank, bro. Das war wirklich ein Prank. Okay, ich bin jetzt gleich alle oberen Röhren durch. Dann nehme ich die mit den unteren. Ich bin hier mit den unteren fast durch. Ja, in einer... warte, da rechts geht's noch weiter. Oh, ich gehe dann mal weiter die oberen durch. Eigentlich da, wo du auf, bei einer selbigen Röhre rauskommst, hier kann ja nur falsch sein, oder? Okay, oben bin ich durch. Oh, ich habe was gefunden. Komm, die ganz rechts war's. Hol sie dir. Da haben wir schon mal eine. Die, bei der geht nicht. Die habe ich schon getestet. Warum habe ich das Gefühl, dass es oben mit den Röhren weitergeht? Nicht nur du, nicht nur du. Ja, ja, spaßig, ne, Sunny? Oh nee, guck mal, was das für eine Art von Rätsel ist. Okay, warte. Die war richtig? Oder auch nicht? Erstmal in jede Röhre reinspringen. Ich glaube, eine von den Röhren müssen wir runterdrücken. Warte mal, welcher hat denn da vorne alles hochgeschoben? Warte mal. Ah, das war der Clou. Wir mussten uns den Weg da hoch machen. Ah, okay. Zwei fehlen noch, Sunny. Don't stop believing, heißt es. Aber wo sollen die letzten beiden noch sein? Warte mal, welche Röhre war das, die uns in den Hintergrund katapultiert hat? Das war irgendeine von den oberen, von denen hier. Nee, das war eine von den unteren, das war... Warte, die zweite, die ein bisschen höher steht. Nicht die, die andere daneben. Vielleicht ist hier noch versteckt eine Röhre. Hinter der anderen da. It's a prank, bro! Ich wusste es!
Hä, wo? Da war eine versteckte Röhre! Da links! LOL! Ich hab's mir schon gedacht! Das war zu merkwürdig hier! Hier ist wahrscheinlich noch irgendwas. Schätze ich einfach mal. Als ob man die Röhre schieben kann. Man kann die Röhre schieben. Die sucht um Aufgaben, die sind immer richtig fies. Ja, das ist wahr. Ich sagte doch, da wird noch irgendwas sein. Nein, ich... nicht nochmal. Nicht? Okay, wo wollen wir lang? Wir haben drei Wege. Hier rechts, obwohl wir gehen ja eh jeden Weg. Ja, das hier der rechts, was wir hier letztens mal aufgemacht haben. Wildleben in der Kegelbahn. Oh Gott. Ey, Schwierigkeit 2, das klingt doch nicht ganz so schwer. Ich habe das Gefühl, wir wären selber so eine Kugel. Kann ich die wegprügeln als Elefant? Ja, ich kann die wegschlagen. Ja, ein Spielzeug. Aua. Okay, man braucht aber Timing. Dann nehme ich halt den Elefant. Achtung, die Dinger sind böse. Ich wollte da hoch. Aber da kommen die Dinger her. Dann habe ich nicht gedacht, dass sie da auch herkommen könnten. Der Goomba, der war zu stark, ne? Ja. Da oben war eine Münze. Ja, aber genau dort kommen auch diese Kugeln her. Ich bleib mal hier für die Kamera und du gehst machen. Weil die Kugel kam da auch her. Leute, was ist denn das für ein Ding? Zieh's auf. Lustig. Du ziehst ihn auf und dann schießt er los. Warte mal, kann man die auch mitnehmen? Nee, irgendein... Da ist noch einer. Warte, der muss in... Okay, man muss sie nicht mal K.O. schlagen. Es reicht aus, generell eine Leine zu ziehen. Die Dinger mag ich. Die sind lustig. Stehen ja auch irgendwann noch auf wieder? Ja. Ich wollte gucken, ob da oben was ist. Warte mal, können die sich gegenseitig umnieten? Ich würde gerne mal warten, bis der wieder aufsteht. Ich will mal gucken, ob die sich gegenseitig umnieten können. Ja, können sie! Die können sich gegenseitig umnieten. Sunny? Ups. Ja, ich muss kurz den Controller wieder einstecken, mit aus das Kabel rausgerutscht. Oh, stimmt ja, ich habe den Bohrer. Der Bohrer ist ja eigentlich aber gerade ganz gut. Kommt man hier vorbei, ohne sich umzubringen? Ach, nur eine normale Münze. Ich glaube... Siehst du den da oben? Ich habe ein ganz doofes Gefühl bei der Sache. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich nicht. Wir sollten da, glaube ich, anders sind. Wir sollten laufen. Okay, man stirbt instant. Oh nein! Man stirbt instant, wenn die einen berührt. Ich habe null auf den Gegner geachtet. Für mich gab es nur diese Kugel. Verdammt! Gib Fersengeld, Sunny!
Ach, man kann ja auch einfach runterrutschen. Anscheinend. Du hättest in dem Loch bleiben müssen. Ich wusste. Okay, jetzt wissen wir ja, wie wir zumindest die beiden von einem kriegen. Oh nein. Ja, aber nicht mit dir, ne? Warte mal! Outplayed! Nee, nicht wirklich. Was soll uns die Wand da hinten aufmachen? Eigentlich müsst ihr ihn doch jetzt aufgemacht haben. Ja. Da unten war, glaube ich, der Tod. Ach du Kacke! Lauf! Oder rutsch! Nee, ich glaube, laufen ist tatsächlich schneller. Einfach weg! Das Ding ist doch hinter mir noch immer her, oder nicht? Ich kann nicht für dich stehen bleiben, es tut mir leid. Alles gut. Da ist irgendwie so eine stachelige Kugel, die mein Hintern will. Ciao. Danke. Da ist Münze Nummer 3. Jetzt müssen wir nur noch die Flagge. Einen Moment. Wir haben es geschafft. Ich nehme das wahrscheinlich auch als Thumbnail, wie wir von dem Ding wegrennen. Also das war jetzt Zukunftsscheinig, aber trotzdem. Ups, das wollte ich bisher nicht. Bisher haben wir hier gut abgeliefert. Verschnaufpause! Raseratte, so heißen die Dinger. Ja, Leute. Aus dem Level sind wir wieder rausgegangen. Sunny musste direkt nach Start des Levels weg. Also, hier ist diese Aufnahmesession schon vorbei. Ich hoffe, ihr hattet trotz allem alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich mal ciao und bis dann.